Wir haben interessanterweise noch gesehen, was diese Proteste in Chemnitz anging damals. Da hat sich ja etwas ganz Interessantes gezeigt, nämlich, dass die Aussagen einer bis heute nicht identifizierten Gruppe, die sich Antifa Zeckenbiss nannte, von der Bundesregierung als höherwertig und als richtiger anerkannt wurden, als die Aussagen des damaligen Verfassungsschutzpräsidenten, der sich immerhin auch auf die lokale Polizei stützen konnte.